Das ist wieder ein neuer Vlog von mir. Diesmal ist es ein reiner Selfish OS Blog im Grunde genommen. Blog sage ich schon wieder. Vlog. Ein Video ist das, also ein Vlog. Diesmal nehme ich das Ganze auf mit meinem Sony Xperia XR2. Ich habe das nur mit dem Rode Micro Video angeschlossen, so dass ihr ordentliches Audio habt, weil Sony Xperia XR2 und das Audio ist, zumindest wenn es in der Hülle ist, nicht besonders gut. Ich glaube außerhalb der Hülle auch nicht besonders gut. Und habe das dann auf meinem kleinen hier Joby Gorilla Pod dran gemacht, mit einer kleinen Klemme dran, so dass das Ganze ja einigermaßen ordentlich aussieht. So, was ich euch zeigen möchte, reiner Selfish-OS Vlog heißt nicht, dass ihr nur mein Gesicht sehen müsst, sondern das heißt, dass ich euch was zeigen möchte. Dazu drehe ich mal um. Wupp. Und jetzt muss ich schon mal kurz hier umbauen, so dass das Mikrofon tatsächlich auch in meine Richtung zeigt, damit ich euch zeigen kann, sagen kann und ja, so ein bisschen was zeigen kann zu dem, was ich hier vorhab zu machen. Da sehen wir das Gemini PDA. So sieht es in seiner vollen Pracht aus und so sieht es aus, wenn der Monitor an ist. Dann wird es ein bisschen was hell. Das dreht dann hier runter und ja, das ist das Wallpaper, was ich habe. Ihr merkt schon, ich bin ein kleiner Anime-Fan. So, was ich euch zeigen möchte, ist ein geniales Tool, was ich auch mittlerweile auf alle meine Selfish-OS Devices gepackt habe, außer dieses Xperia XR2, was ihr gerade aufnimmt, weil es hat keine MicroSD-Karte eingelegt, deshalb ist das so. Und zwar ist das Tool SyncClient. Das ist im Grunde genommen, nein, nicht SyncClient, sondern ein SyncThing, so heißt das Teil. Ein Tool, was, lasst mich das mal zeigen und nicht lügen, ein Tool, ich benutze natürlich meinen Browser dafür, ein Tool, was euch erlaubt, verschiedene Sachen zu synken. Sync. Sync. Ich glaube, die Adresse ist .net, wenn ich mich nicht komplett irre. Und das Schöne ist, da gibt es ja hier eine Tastatur auf dem Gemini PDA, da kann man das wunderbar aufnehmen. Genau, SyncThing nennt sich das Ganze, könnt ihr euch runterladen. Das Tolle ist, das Ganze gibt es als native Clients, wie man hier sehen kann, auf Windows, auf macOS, Cross-Plattform. Für Android gibt es eine App, auf F-Droid gibt es eine App. Aber das Ganze gibt es auch hier, wie ihr sehen könnt, als 32-Bit Linux, 64-Bit ARM, Arch 64, also ARM 64, MIPS, MIPS 64, MIPS 64 LE, MIPS LE, PowerPC 64 mit LE, Windows 32-Bit, 64-Bit, FreeBSD, Solaris und so weiter und so fort. Es gibt auch Pakete für Dragonfly, BSD, für macOS und so weiter und so fort. Das Tolle ist, ihr ladet euch also, wenn ihr ein Selfish-OS-Gerät mit ARM-Device habt, einfach die ARM-Geschichte herunter, Arch 64 oder ARM. Ich habe Arch 64 ausgewählt, auch hier für mein Gemini, weil das eben 64-bittig ist und es läuft dann auch. Und wenn ihr das runtergeladen habt, könnt ihr ganz einfach in euren Dateimanager reingehen und dann, bei mir liegt das jetzt hier unter Downloads. Dort habe ich SyncThing Linux ARM. Ich habe doch die ARM-Version genommen, runtergeladen. Naja, gut, macht ja nichts. Heruntergeladen und dann befindet sich hier SyncThing, nicht old, sondern das da drüber. Das ist das Binärpaket und das könnt ihr ganz einfach ausführen in einem Terminal am besten. Sprich, unter Selfish-OS könnt ihr Developer Modes installieren und dann habt ihr ein Terminal und da könnt ihr das Ganze ausführen. Ja, die Kamera refokussiert auf den Hintergrund und nicht auf das, ist egal. So, jetzt fokussiert es wahrscheinlich wieder richtig. Und wenn ihr das dann ausführt, das Ganze, werdet ihr in den Browser geworfen. Und ich mache das jetzt mal hier im Selfish-Browser. Und dort habt ihr dann, ich möchte nicht auf giga.de gehen, dort habt ihr dann die Möglichkeit, auf die Adresse zu gehen. Lasst mich nicht lügen, localhost 8384, da sehen wir es auch schon. Und dann gelangt ihr unable to connect. Also, weil ich habe Internet aus und doch, ich habe Internet angemacht. Und SyncThing läuft aber nicht. Das müsste ich natürlich starten. Machen wir das gleich auch mal.
Jetzt werdet ihr wahrscheinlich mich nicht mehr sehen, aber ich mache ein CD Downloads. Komm schon, Fokus hier. Da war es kurz im Fokus. Also CD Downloads und dann einfach hier das Sync Thing eintippen und ausführen. Wie viel Unterordner hat der Kram? So. Und wenn ich das jetzt ausführe, versucht er auch gleich den Webbrowser zu öffnen und wir landen direkt dann auf der SyncSync-Konfigurationsmöglichkeit, wo wir die Möglichkeit haben, Ordner hinzuzufügen, die wir sharen wollen. Es gibt einen Default-Ordner, aber es gibt auch einen Share-Folder, wie ihr hier seht, 32 GB, den ich schon aufgesetzt habe, wo ich meine Dateien reinkopiert habe. Und dann sehen wir hier Upload-Raten, Download-Raten und so ein Kram alles. Und wir sehen Remote-Devices, also die anderen Devices, mit denen ich jetzt hier meine Gemini-PDA verknüpft habe. Dazu zählt der XHD, ein ARM-Device, der HP Spectre X360, der hier auch noch gerade läuft, der verbunden ist. HP 14, Neptune Desktop, Neptune T410, das Selfish Xperia XR2, wie ihr sehen könnt, und mein ThinkPad E555, die jetzt aber alle ausgeschaltet sind. Und ja, damit wird dann automatisch synchronisiert und wenn ich dann hier in den Shared Folder reingehe, kann ich mir weitere Informationen anzeigen lassen, wo das Ganze jetzt gespeichert wird, in dem Fall auf der SD-Karte unter dem Ordner ThinkThing und wir sehen, wie viel gesynkt worden ist, 127 MB, das ist nicht gerade viel, aber wenn wir dann mal hier in den Dateimanager reingehen und dann auf die SD-Karte zugreifen, können wir in den ThinkThing-Ordner hineingehen. Und dort haben wir dann, ich muss wahrscheinlich andere Hand benutzen, weil ich immer den Sensor verdecke, dann geht der Bildschirm wieder dunkel. Dort haben wir dann die verschiedenen Ordner, die ich jetzt hier habe. Einmal einen Backup-Ordner, einen Bilder-Ordner, einen Dokumente-Ordner, einen Netrunner-Ordner. Wenn ich schöne Bilder habe, wie beispielsweise dieses wunderbare Hintergrundbild im Anime-Stil, dann kann ich das Ganze in den SyncThing-Ordner auf meinem Laptop zum Beispiel runterladen und er synchronisiert das automatisch mit meinen Smartphones und anderen Laptops, so dass ich dann die wunderbaren Anime-Bilder mir hier anzeigen lassen kann. Wie zum Beispiel das hier. Also das habe ich jetzt hier mir eingerichtet. Das soll es auch schon gewesen sein für diesen Vlog. Für die Leute, die es interessiert, das läuft nicht nur auf Selfish S, das läuft wie gesagt auf Linux-Maschinen ohne großartige Probleme. Ihr müsst also zum Pairen einfach nur einen Ordner erzeugen. Können wir mal gucken, wo haben wir hier hinzufügen, Add Remote Devices. Und dann werden eigentlich andere Devices, wo SyncThing schon läuft, angezeigt hier bei Device ID. Und in dem Fall jetzt nichts, weil nichts anderes läuft. Und dann kann ich die einfach auswählen, anklicken, sage, diesen Ordner möchte ich sharen. Zum Beispiel Share Folder 32, wenn ich den vorher angegeben habe oder den Default Folder benutzen. Kann auch sagen, dass das jetzt ein Intruder ist, also ein Device ist, das mir weitere Geräte hinzufügt. Das ist zum Beispiel mein XHD, den habe ich so eingestellt, weil alle damit synchronisiert haben. Und da ist diese 32 GB Speicherkarte drin, die dann auch alles synchronisiert. Und wenn ich das hier auswähle, sagt mir dann dieses Gerät, was ich jetzt hinzufüge, dann, was die weiteren Geräte sind und die werden dann automatisch hinzugefügt. Und kann auch Auto-Accept auswählen, ansonsten kann ich noch in der Advanced-Option sagen, was komprimiert werden soll, was die Limits sein sollen für Download und Upload und so weiter und so fort. Das lässt sich also hier alles wunderbar und schön einstellen und dann kann ich sagen Save und dann wird das Ganze als neues Gerät gespeichert. Und das habe ich hier gemacht mit den einzelnen Geräten, wie zum Beispiel dem XHD. Und dann sehen wir hier auch Download- und Upload-Raten. Wir sehen Introducer, wir sehen die Versionsnummer und wir sehen natürlich auch die Folders, die geshared werden. Und wenn ich hier ein Gerät hinzugefügt habe, muss ich auf meinem anderen Gerät nochmal bestätigen, dass jetzt ein neues Gerät verbunden ist, dass ich den Ordner tatsächlich sharen möchte. Und dann wird der Ordner auch schon hinzugefügt hier. Und ja, also ein ziemlich geiles und einfaches und geniales System. Habt natürlich auch Zugriffsrechte und alles weitere, was ich hier konfigurieren kann, wenn ich denn so lustig bin und das machen möchte. Und das SyncThing, alles möglich, könnt ihr alles durchlesen in der Dokumentation, die es dazu gibt. Und natürlich in weiteren Optionen und Möglichkeiten, die es für dieses Gerät tatsächlich gibt, beziehungsweise für das Gerät, für diese Software tatsächlich gibt, mit den verschiedenen Geräten. Was ich noch nicht gemacht habe, was ich machen könnte, dazu gehe ich erstmal, schalte ich mal wieder zurück und schraube wieder mein Mikrofon richtig dran. Was ich machen könnte, ist das Ganze sogar auf meinen, deshalb gibt es auch MIPS-Support,
und Power-PC-Support auf meinem Router laufen lassen. Mein Router hat zum Beispiel einen USB-Anschluss, da könnte ich also eine USB-Festplatte oder sowas anschließen und dann auch das Ganze zum Sharen benutzen. Anstatt so ein NAS-System oder sowas kann ich das halt benutzen zum Sharen von Dateien. SyncThing ist sehr zuverlässig, was das angeht, aus meiner Sicht und Erfahrung bisher schneller, zuverlässiger und weniger problematisch als Nextclouds Datensynchronisierungsdienst, wobei ich Nextcloud sehr schätze und sehr gerne benutze, wenn es darum geht, zum Beispiel Kontakte und Kalendersachen zu synchronisieren. Das klappt wunderbar und manchmal sogar auch ja, einfach Videos oder Bildarchive austauschen mit Familie und so weiter und so fort. Eine tolle Geschichte, aber wenn es schnell sein soll, wenn ich verschiedene Sachen bei meinen Devices sharen möchte, benutze ich dann doch lieber SyncThing, weil das deutlich besser funktioniert als alles andere, was ich bisher getestet habe. Und für die Leute, die BitTorrent Sync noch kennen, das hat ja jetzt einen anderen Namen bekommen und ist, glaube ich, auch nicht mehr so beliebt oder muss sich da irgendwie anmelden oder so ein Kram machen. SyncThing ist die Open-Source-Variante, ist die freie Software-Variante, die deutlich besser funktioniert und ökologisch abbaubar ist. Nee, die ist einfach toller, schöner, freier. Kann ich also nur empfehlen, euch da mal anzuschauen, das Ganze. Ich habe es jetzt auf Selfishest gezeigt. Es läuft, wie gesagt, auf Linux, auf Windows, auf Mac. Auf Android sogar gibt es einen Client dafür. Also dort könnt ihr euch das natürlich auch alles anschauen. Das war es jetzt für diesen kurzen Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao. So, Ende.